Ja, holy moly. Maria hat ein super Schussbild abgeliefert. So viel zum Thema fliegende Anker, ne? 2, 4, 6 im Kill. 2 draußen, einer in Rot, einer in Blau. Wie viele Pfeile schießt du? Das ist eine 75% Killquote. Hammer, hä? Huh? Oh je, bei mir sieht es nicht so gut aus. Ha, obwohl 2 im Kill, 2 kratzendes Kill. Also sagen wir so, ja, 50% ist ziemlich gut in der Mitte, die anderen 50% sind Fahrkarten. Na ja, 2 am Rand. 2 drin. Zweimal blau, zweimal schwarz. Ja, mit ganz stolz ein Instagram-Foto gemacht, ne? Hey, wo ist die Fahrkarte hin? Wo ist die Fahrkarte? Ah, da steckt wieder hier, aha. Die Fahrkarte nimmt man raus, okay. Komm, Erik, Abmarsch. Hier, Erik, schau mal, was uns Chris mitgebracht hat. Aus der Schweiz ein paar Victorinox Taschenmesser. Willst du eins von denen, Erik? Ja, willst du so ein Taschenmesser? Ja, das sind 5 Stück. Ja. Okay, also das echte dazu. Haha, bloß diese Taschenmesser schmecken super lecker. Oh, guck mal. Einfach nochmal. Oh, meine Finger sind schon steif gefroren. So kalt ist es heute hier. Oh, guck mal hier, Erik. Oh. Mmh. Möchtest du eins? Ja. Ja, also lass dir schmecken. Gut? Ja, wer baut die besten Taschenmesser? Victorinox. Das ist echt. Also gedacht, das ist ein echtes. Ne, guck mal, wir legen das hier dazu rein. So, geil. Ne, hier in die Mitte. Dann sieht es gut aus. Das wäre doch auch noch eine gute Marketingaktion von euch. Firma Schokoladen Victorinox und ein richtiges in der Mitte, ne? So. Das wäre doch dann die richtig gute Geschichte. Ich habe ein Taschenmesser. Das wäre doch was für die Marketingleute, ne? Victorinox Schokolade. Mal richtig schön ins Licht. Aber eins davon, ein Alox. Ja, möchtest du noch Lisa eins bringen? Mhm. Okay, gut. Ja. Sehr gut. Und das stecke ich wieder ein. Ja. Die leckersten Victorinox Taschenmesser. Ja. Prima 9 EDZ Ultra Light Bag von Tasmanian Tiger. Los, Chris, schon fertig. Ja, ich habe keine Munition mehr. Keine Munition? Nö. Steckt alles in der Scheibe. Ja, und die Kill-Serie wird fortgesetzt. Gut, 75% Kill-Quote gilt es zu toppen. Das heißt 7 von 8 müssen jetzt ins Kill. Und dann 8 von 8. Das wird nichts. Eine Fahrkarte.
Ja klar, sobald die Kamera läuft, klappt es nicht mehr, ich kenne das. Kaum hast du die Kamera aus, triffst du den Tennisball, läuft die Kamera, triffst du nicht mehr die Scheibe. Jawohl. Ich muss mit, ich hab's.